Hallo und sowas ist das. Ich weiß es nicht. Hund. Hund ohne Gesicht mit Loch. Und Pfeilen. Ja. Das war knapp, aber okay. Ich kam mir nicht wirklich in Gefahr vor, muss ich sagen. Erstmal ignorieren. Du versuchst wegzusehen, aber es taucht überall auf, wo du hinsiehst. Wow, das ist okay. Der Jet Dog. Okay. Es riecht nach einer Menge Hunde. Nicht nach einem Hund, nach einer Menge. Menge Hunde. Zuwinken! Du rufst nach dem Amalgamate. Es springt zu dir und verliert eine komische Flüssigkeit aus seiner Öffnung. Ich wollte nicht darauf hinaus. Hörst du, ich möchte das nicht. Lol, nope. Okay. Kommt näher und möchte Zuneigung. Er will doch nur spielen. Amalgamate ist nicht aufgeregt genug, um zu spielen. Ich spreche den Namen überhaupt richtig aus. Amalgamate. Ah, Englisch. Okay. Das ist so kompliziert. Toffelchips. Toffelchips. Du isst die Toffelchips, du bist komplett geheilt. Hat sich das Item-Symbol verändert? Oder ist nur mein Herz nicht mehr da? Okay. Vielleicht ist das Herz einfach nicht da. Das Herz, ja. Ich habe nur gesehen, dass sich da irgendwas verändert hat. Okay. Streicheln! Hatte bis jetzt immer geklappt. Du streichelst den Amalgamate. Er verzerrt plötzlich. Beruhigt sich jedoch wieder. Es bleibt kurz ruhig auf deinem Schoß. Okay. Die Musik wird unruhiger. Plötzlich schießt es hinweg und krabbelt wild an den Wänden entlang. Was Hunde so machen. Ja. Und Babys. Oder? Das machen sie doch. Das ist doch völlig normal, oder? Ja. Ja, okay. Kein Grund zur Panik. Amalgamate kratzt die Wand mit seinen Klauen. Welche Klauen? Alle. Alle. Spielen. Du wirfst deine Waffe in die Ecke des Raumes. Der Amalgamate bringt sie dir wieder zurück. Mit Stolz. Du wiederholst das Ganze ein paar Mal. Jetzt ist Amalgamate sehr müde. Es lehnt seinen formlosen, tropfenden Körper auf dich. Boah, ist das erotisch. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Amalgamate zuckt liebevoll. Der Sprite ist vollkommen am Ausrasten. Ja. Amalgamate intensifies. Du streichelst den Amalgamate. Es generiert Zufriedenheitsschaum. Der Stufe 1. Warum trifft mich das immer beim ersten Mal? Ich hab keine Ahnung. Amalgamates Krämpfe werden stärker. Du streichelst heftiger. Der Amalgamate scheint zufrieden zu sein. Hi. Hi. Endogeny ist zufrieden. Ich hab keine Ahnung. Ich hab beide Namen nicht verstanden. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er glücklich. Ich hab grad versucht, es rückwärts zu lesen, aber es ergibt auch keinen Sinn. Du warst siegreich. Nix erhalten. Ha. Ja, das war was. Ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die gerade passiert ist. War hier noch was zu tun? Ich weiß nicht mehr genau. Speicherpunkt. Da kannst du dich heilen. Aber war hier noch was? Ja, hier war noch was. Da ist noch was. Oh, hi. Ich würde dich heilen. Ich habe ein Paralleluniversum gefunden. Oh ja. War ich nicht in voller... Wir hatten 8 Leben vorhin. Glaub ich. Ich bin geheilt. Jetzt bist du geheilt am Speicherpunkt. Achso, ja, gut. Ich wusste gar nicht mehr, dass ein Speicherpunkt heilt. Okay. Das war Eintrag 7. Ah, hier ist Eintrag 7. Okay. Wir brauchen ein Gefäß für die Monsterseelen, wenn wir soweit sind. Immerhin können Monster nicht die Seelen anderer Monster absorbieren. Genauso wie ein Mensch keine menschliche Seele absorbieren kann. Wenn dem so ist, was passiert dann mit etwas, was weder Mensch noch Monster ist? Eintrag Nummer 10. Die Experimente am Gefäß sind ein Fehlschlag. Es scheint sich nicht von den anderen Fällen zu unterscheiden. Wie auch immer, es ist sowieso schwierig, damit zu arbeiten. Die Samen bleiben einfach hängen und gehen nicht mehr ab. Goldene Blumen. Mal wieder. Okay.
Die war übrigens, glaube ich, die letzten paar Male ein bisschen auf dem falschen Dampfer, was die goldenen Blumen angeht. Ich habe irgendwie immer gedacht, die haben was mit Flowey zu tun. Aber ich glaube, es war nur Escor. Inwiefern Escor? Na, er hat doch die goldenen Blumen so gemocht. Und so. Ja. Und ich dachte halt, das eine Mal, als wir so vor der Müllhalde auf den goldenen Blumen gelandet sind, dass aus irgendeinem Grund Flowey uns gerettet hat. Hallo, Sprechblase. Hallo. Du hängst in mein Menü rein. Könntest du das bitte unterlassen? Komma. Komma. Ja. Ich hab vergessen, mein Steam-Overlay auszuschalten. Okay, alles klar. Okay. Wenn du Glück hast, wird potenziell... Das ist... Ich sehe gerade, ja, ich hab den Chat noch offen. Ja, du bist da immer online. Das, ja. Und ich glaube, hoffentlich OBS nimmt das Ding nicht auf. Nochmal gucken. Bei mir hat es nicht aufgenommen. Wenn ich da eine Stellung bin. Gut. Blablabla. Ja. Ja, dazu kennt keine Angst. Ich kann dich nicht verstehen, das ist die Sache. Schmetterlinge im Auge. Not the butterflies. Super. Verblüffen. Du machst etwas Mysteriöses. Komma stellt fest, dass es mehr von der Welt zu lernen hat. Nicht. Not the butterflies! Summen. Du summst einen bekannten Ton, aber niemand hört dich. Das war der Root Sandstorm. Das war der Root Sandstorm? Das sollte der Root Sandstorm sein. Okay. Ich habe Avatar rausgehört. Okay. Ja, kann ich verstehen, wie das hinkommen kann, ja. Es gibt Songs, die eignen sich nicht zum Summen, habe ich gerade festgestellt. Schikanieren. Du schikanierst Komma, Punkt. Es ist effektiv. Ich habe gerade ganz kurz vergessen, dass sie nicht Pokémon ist, als das mit dem Effektiv aufgetaucht ist. Okay. Säubern. Du wäschst deine Hände. Du wäschst deine Hände. Nichts passiert. Wo? Hm? Womit? Ich habe so meine Wege. Okay. Wir arbeiten heute mit Köpfchen. Riecht wie was? Das habe ich nicht gesehen, sorry. Okay. Beten. Du kniest nieder und betest für Sicherheit. Reaper Bird. Erinnert sich an etwas. Jemand versteht es endlich. Quack, quack. Mut. Okay. Reaper Bird also. Reaper Bird wurde besänftigt. Und kann verschont werden. Okay. Tschüss, Reaper Bird. Ah, okay. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Kalt. Das ist alles, was du entziffern kannst. Es ist eine Art Schalter. Im Zentrum befindet sich ein blauer Schlitz. Was? Ein blauer Schlitz. Okay. Das würde mich ja verblüffen. Aber? Ich habe nicht genau nachgesehen, ob da... Ist das hier das Zentrum? Was ist das Zentrum? Das ist das Schlafzimmer. Warum Zentrum? Warum ist hier eigentlich das eine Bett so? Sieht nach einem gemütlichen Bett aus. Hinlegen? Lass mal nicht machen. Warum nicht? Ach, weiß nicht. Das ist so eine Eingebung. Etwas liegt unter der Decke. Dass ich das gesehen habe gerade. Okay. Ah, ist ein gelber Schlüssel. Legst du in dein Schlüsselbund an. Okay. Okay. Cool. Sonst sehe ich aber nichts. Trotzdem, okay. Was ist die normale Reaktion bei einem Bett? Das ist dein Bett. Das ist wahr. Was ist das? Was vom Bett? Das ist dein Bett. Okay. Mehr war da nicht zu sagen. Okay. So, was war jetzt das geringere Übel? Ich geh erstmal hier lang. Onion Sun, bist du das? Es ist
etwas. Ich nehme mir das mal. Grüner Schlüssel liegt in der Badewanne. Du nimmst ihn und befestigst ihn im Schlüsselbund. Hallo? Das ist eine leere Badewanne. Okay. 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 Hallo du. Oh hi. Hi. Twink oder so. Riecht nach süßen Zitronen. Es ist Grossberg. Das ist ja natürlich. ich kann nicht mal analysieren, was ist los? Was ist aus dem Spiel geworden? Rufen. Es hat, glaube ich, keinen Sinn, die Dinger zu Du rufst nach analysieren. Hilfe, doch es kam niemand. Doch es kam niemand. Willkommen in meiner Hölle. Oh, hi. Au. Au. Du bist tot. Au. Ich hätte vielleicht sagen sollen, das zu speichern. Das kann ja sein, Au. ne? Ja. Weil das ist ja einer der schwersten Kämpfe im Spiel. Okay. Unser Schicksal liegt in seinen Händen. Ja, was kommt es einem Adi, bevor? bleib entschlossen. Kann es sein, dass das Escort ist, der das spricht? Ja, durchaus. Okay. Es ist tatsächlich der Score. Cool. Hier werde ich gespawnt? Das ist seltsam. Haben wir den Amalgam besiegt? Ich weiß es nicht. Ich meine zwischendurch nochmal gespeichert zu haben. Ich hoffe es. Haben wir nicht, jedenfalls nicht nach ihm. Scheinbar autosave das Spiel. Wow! Sehr nett. Das wusste ich nicht. Gut, ich meine, hier muss ich dann nichts tun. Weil Amalgamate spawnen, nachdem du diesen Schlüssel. Nee, Reaper Bird, nicht Ja, Amalgam. Reaper Bird das war ein anderer. spawnt. Das ist gut! Wow! Nochmal kurz, Check da mal. aber das Ding hier habe ich nicht. Ja, gut. So, gelben Schlüssel. Unglaublich nett. Ja, gelben Schlüssel speichern. Habe ich hier wirklich alles getan? Naja, wir haben auf jeden Fall nach Amalgamate gespeichert. Ja, die Fans Das laufen. prüfe ich nochmal. Ach ja, stimmt ja. Daran sieht man es ja schon. Okay. Okay. So. Wow. Lernen wir immer mehr vom Spiel. Was hat die Zeit? Die ist noch okay. Wir haben den noch nicht. Ja. Es ist so ein Dreck, dass das Spiel sich langsamer macht hier. Was machen wir Wieso in der nicht? Badewanne, Mr. Tentakel? Nicht da sein. Okay. Ich sollte nicht davon ausgehen, dass es ein Mr. Tentakel ist. Eine Mrs. Tentakel, aber seltsam. Wieso? Naja. 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 Ja. Ja. Okay. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. So. Erstmal hier lang. Klick, der gelbe Schlüssel passt perfekt in den Schlitz. Eine Notiz liegt am Boden. Du kannst nicht alles lesen. Unter Decke. Das ist alles, was du entziffern kannst. Ja, okay. Du kommst spät, Notiz. Hier sind einige VHS-Bänder. Bei einem Großteil scheint es sich um Cartoons zu handeln. Hier sind einige VHS-Bänder. Es scheint sich größtenteils um Cartoons zu handeln. Sie scheinen alphabetisch sortiert zu sein. Bis auf ein paar klebende. Okay. Eintrag Nummer 4. Hatten wir den nicht schon? Habe ich ihn Nein, nicht bemerkt, dass wir ihn nicht definitiv hatten? nicht. Okay. Oder oh, das kommen wir auf jeden Fall so Ich vor. dachte, wir hätten die 4, aber na gut. Ich habe die Menschen genauer studiert, um mehr über ihre Seelen zu erfahren. Letztendlich bin ich um das Schloss herumgeirrt und fand komische Kassetten. Kastagnetten. Kastagnetten. Ich denke nicht, dass Esgor sie selbst gesehen hat. Und ich denke nicht, dass er es sollte. Okay. Gucken wir ein bisschen TV. Hier steht ein VHS-Spieler mit einigen ausgewählten Bändern. Zu meinen Zeiten hieß das noch Kassettenrekorder, aber nur gut. Sie sind in einer bestimmten Reihenfolge gegliedert. Wirst du eine ansehen? Fangen wir bei Band 4 an. Nee. Wenn jemand 6 noch wäre, wäre das eine Star Wars-Anspielung. Und dann hätte ich Grund, bei 4 anzufangen. Ich glaube nicht, dass das nur eine Dingens Anspielung machen wird. Ja. Wer hat nochmal wen? Ich glaube, das waren beide deine Rollen. Okay. Psst, Gory, wach auf.
Was ist los, Schatz? Und warum hast du eine Videokamera? Psst! Ich möchte deine Reaktion einfangen. Gory, Liebster. Was ist mein liebstes Gemüse? Karotten, richtig? Nein. Mein Lieblingsgemüse ist... Edamama. Verstehst du? Geh wieder ins Bett, Schatz. Nein, noch nicht. Wenn ich ein Hund wäre, welche Hundeart wäre ich dann? Ich weiß nicht, Schatz. Welche Art von Hund könntest du sein? Ich wäre ein Marmoranian. Du bist wirklich über das Kind glücklich. Weißt du, wenn du weiter solche Witze machst, bist du vielleicht eines Tages eine berühmte Marmidienne. Was? Marmidien auf Englisch. Also von Marmidien. Nee, das funktioniert nicht. Und im Deutschen? Nee, ich schnall das nämlich gerade auch nicht. Das funktioniert nicht, wenn das irgendwie eine Übersetzung von Comedian sein soll oder so. Sorry. Ich glaube, Marmidien hätte ich ja tatsächlich auch geklappt. Ja. Hätte auf jeden Fall für jeder verstanden. Ich glaube, ich hätte es trotzdem nicht verstanden, ehrlich gesagt. Naja, ich gehe ins Bett. Hey, komm schon, Tori. Das war witzig. Ich weiß. Ich ärgere dich nur. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, meine Liebe. Oh, hier drin ist es vielleicht zu dunkel für die Kamera. Okay, das erklärt, warum wir nichts gesehen haben. Oh ja. Das waren Escor und... Yep. Toriel. Yep. Das alte Königspaar. Offenbar. Übrigens, das wollte ich auch nochmal fragen, so... Nach dem, was wir jetzt alles gemacht haben, wäre der offizielle Stand doch jetzt, dass Asgore in diesem Moment lebt, oder? Ja. Okay, gut. Asgore lebt aktuell, warum? Ja, weil ich mir nochmal in Erinnerung rufen musste, dass wir ja den Spielstand von davor gespeichert geladen haben. So theoretisch. Und ja, also lebt er noch. Gut. Ja. Okay, Andy, bist du soweit? Gut, das ist... Na gut. Mach dein gruseliges Gesicht. Na, oh, warte. Ich hatte den Objektivdeckel noch dran. Was? Du machst das nicht noch einmal? Komm schon, hör auf mich auszutricksen. Haben die für jedes eine Erklärung, warum der Bildschirm dunkel ist? Durchaus, ja. Hm. Hallöchen, Andy. Lächeln in die Kamera. Ha, dieses Mal habe ich dich. Ich habe den Deckel absichtlich dran gelassen. Denk dir das einfach weiter. Ohne Grund. Was? Oh ja, ich erinnere mich. Als wir versuchten, Karamellkuchen für Vater zu backen. Im Rezept hieß es, man sollte Butter verwenden. Aber wir haben aus Versehen Butterblumen verwendet. Ja, die Blumen haben ihn echt krank gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Verwechslung, die jedem mal passieren kann. Ja. Ich habe mich so schlecht gefühlt, Mama war wirklich verärgert. Ich hätte es mit einem Lachen abtun sollen, wie du es gemacht hast. Wie auch immer. Wie geht es jetzt weiter? Wie? Die Kamera ausschalten? Okay. Das beantwortet gerade so viel und stellt zugleich so viele neue Fragen. weißt du, was Butterblumen für besondere Eigenschaften haben? Nicht genau. Weißt du, wie sie aussehen? Bin ich mir gerade auch nicht sicher. Kann sein, dass ich an was denke, was aber falsch ist. Es sind giftige, goldfarbene Blumen. Ah, okay. Ich hoffe, dass er es richtig übersetzt hat, aber ich meine, es wäre auf jeden Fall dieselbe Blume. Okay. Buttercups auf Englisch auf jeden Fall. Ah. Und die sind für Menschen giftig. Interessant. Also manche Sorten davon, soweit ich weiß. Wer weiß, wie es genau ist, ich habe es gegoogelt. Okay. Ja. Blame Google, wenn ich Blödsinn... Also mache, auf Englisch hast du es gegoogelt dann, ne? Ja. Also Buttercups habe ich gegoogelt. Okay. Kommen wir nochmal auf Deutsch nachgucken vielleicht. Mal gucken, mal sehen. Ja. So, erstmal weiter. Danach machen wir auch Schluss mit dem Part, wenn wir dann durch sind.
Okay. Bei 3 waren wir gerade. 4. Ja. Ich mag diese Idee nicht, Andy. Was? Nein, ich... Große Kinder weinen nicht. Ja, du hast recht. Nein, ich habe nie an dir gezweifelt, Andy. Nie. Ja, wir sind stark. Wir befreien alle. Ich hole die Blumen. Auch gewisse Cave Story Flashbacks in diesem Moment. Ja, das stimmt, tatsächlich. Wow! So viele Blumen. Und Hunde. Ah, das ist Toriel, ne? Ich weiß so, nicht, ja, ich höre nämlich nicht am, das. Ja, am Ton klang es danach. Okay. Andi, muss mir sagen, was ich dann spreche. Ne. Andi, kannst du mich hören? Wir wollen, dass du aufwachst. Andi, bleib entschlossen. Du darfst nicht aufgeben. Du bist die Zukunft der Menschen und Monster. Das bist jetzt theoretisch du. Okay. Danke. Psst, Andi, bitte, wach auf. Mir gefällt dieser Plan nicht mehr. Nein, ich sagte, ich zweifle niemals an dir. 6, richtig? Wir brauchen nur 6. Und wir erledigen das zusammen, richtig? Was? Ja. Das ist eine Theorie. Ich bin mir nicht sicher. Was passiert gerade? Also. Oder was ich könnte mir. Also die banale Erklärung, die ziemlich komisch und doof wäre, wäre, dass einfach die auch noch mal ein Kind hatten, das genauso heißt wie ich. Die andere Erklärung wäre, dass entweder sowohl ich als auch die alle Gedächtnisschwund haben, oder nur die alle und ich weiß alles, aber sag's dir nicht, weil ich nicht sprechen kann. Und, ja. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen ja, wer das andere Kind ist, außer dir. Von ihm haben wir ja schon erzählt bekommen. Ja, Ezreal wäre das dann, ne? Ja. Na gut. Was es damit auf sich hat, das werden wir dann sehen. Ich bin am Grübeln. Aber na gut, das werden wir dann im nächsten Part weiterverfolgen. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Tschüss.